Herberts Manta wird präsentiert von Autoteile Sommer und Hotel und Gastronomie Sasse aus Dreierwalde. Spinnt ihr denn jetzt total? Ich glaube, ich zeige euch meinen Manta jetzt mal richtig. Ja, das ist ja ein Opel Manta A und den habe ich vor 2,5 Jahren in Kloppenburg erstanden. Der Mann war traurig, dass er ihn abgeben musste, weil er hatte keine Garage mehr. Und ich war froh, dass ich so einen schönen Oldtimer in meinem Besitz nehmen konnte. Er sah zwar fürchterlich aus, da sieht man heute ja nichts mehr von, aber das war eine tolle Sache. Ich war begeistert. Und so sieht er schon heute aus. Ein Manta A, das war ja immer mein Traum. Und wenn man einen Traum hat, dann schläft man nachts ja auch nicht mehr ganz ruhig und sagt, ach, den kriege ich doch nie. Und irgendwann kam der Tag, immer im Internet geblättert und da konnte ich einen Manta A kaufen. Da ich ja 1980 schon mal einen gehabt hatte, da habe ich mir denn das Ding ausgesucht, habe meiner Frau natürlich nichts davon erzählt. Die hätte mich für verrückt erklärt, dass ich mit so einem Schrottklumpen da ankomme. Hallo Herbert, was darf ich dir bringen? Ja, was wohl? Eine Manta-Platte. Selbstverständlich habe ich ihn selbst restauriert, aber ganz ohne fremde Hilfe geht's nicht. Man hat ja immer ein paar gute Kumpels, ein paar gute Bekannte. Einer, der mir den Motor wieder zusammengebaut hat. Dann die Lackierung, das kann man ja nicht selber. Beim Schweißen hatte ich auch Hilfe. Ich bin ja ein Heizungsbauer und ein Heizungsbauer schweißt autogen und nicht mit der Elektrode oder mit dem Schutzgasschweißgerät. Hallo Herbert, du wolltest sicherlich deine Fußmatten abholen und heute gekommen, speziell für deinen Manta mit roter Einfassung. Und eine Anhängerkupplung musste ich auch haben, da mein Manta A früher schon eine Anhängerkupplung hatte. Und ich habe einen kleinen Wohnwagen, der muss da dann, wenn wir zur Oldtimer-Fete irgendwo hinfahren oder zum Treffen, muss der dahinter. Ja, der Zeitraum waren gut 2 Jahre und ich kann nicht mehr sagen, ich bin hier abends viel gewesen, 1500 Stunden, die werden es gewesen sein. So, unter dem geht's auch nicht, da er ja vom ganzen Aufbau von unten alles aufgebaut werden musste, Lack musste runter, Unterbodenschutz musste drunter weg und Achsen mussten gepflegt werden, die sind alle lackiert, hier ist kein Flecken mehr unlackiert oder beschichtet. Es ist doch ein Prachtstück und so muss er auch sein. Das ist mein Manta.